Was? Wind Waker in 6 Stunden? Aber das ist so wunderschön, einfach nur mit dem Schiff rumzufahren. Er hat sich's nicht angeschaut, ist einfach durchgelaufen. Ach so. Okay, das ist wieder so eine Echse, auf die man draufspringen muss. Oh, Monsanta ist cool. Ich fand nur den... Ich hab gewusst, dass das passiert. Beschiss. Zweimal außen, einmal innen, oder was? Mhm. Ich fand den vierten Teil nicht so toll. Da war die Grafik echt ätzend, wenn das der war, den ich nicht gekauft habe. Oh, ich freu... Ja, das war der Vierer. Ja, ne? Ich fand die Grafik so ätzend. Ich freue mich mega auf das Konsolen-Monster Hunter. Monster Hunter World, oder ja, wie es jetzt Hunter heißen World soll. Ja, Monster Hunter World heißt das. Das ist nur ein bisschen schade, dass... Ich würde das gerne per Splitscreen auf der Konsole zocken können. Mhm. Das wäre echt mega genial. Das wäre cool. Gut, irgendwann müssen wir einfach so bonsig sein und zwei PS4s nebeneinander stellen und dann brauchen wir auch noch einen Fernseher. Oh, es ging doch. Wegwirbeln. Pass auf, die kommen nochmal von außen, warte. Ah, okay. Und jetzt kommt, glaube ich, nur der... Ja, Mitte. Lauf in die Mitte. Nein, warte, ich will mir das jetzt angucken. Dann kommen die nämlich nochmal alle drei. Ah, jetzt hättest du in die Mitte müssen. Jetzt komm. Was? Hä? Okay, das ist... Ah! Ja, warte. Ah! Ja, okay. What the fuck? Scheiß auf Muster. Ey, das war gemein. Der kam raus, obwohl der Äußere noch draußen war. Oh. Das war echt mies. Oh. Eine PS2, oh Gott, das ist ja total oldie-mäßig. Ja? Das ärgert mich ein bisschen an den Playstations, dass da nichts abwärtskompatibel ist. Ja, das ist mies. Weil du einfach die neuen Spiele dann nicht auf den... die alten Spiele nicht auf den neuen Konsolen spielen kannst. Ich verstehe das aber nicht, warum nicht? Ja, das hat was mit... keine Ahnung. Hast du doch irgendwann 5 Konsolen daheim stehen. Ich meine, bei Nintendo ist es ja noch fair, dass die machen ja immer andere Konsolen. Du kannst ja eine CD nicht da reinstecken, wo vorher so ein Kastending drin war. Aber du kannst auf dem New 3DS noch die DS-Spiele spielen. Das ist Nintendo. Eine Xbox muss ich mir auch irgendwann zulegen, weil da sind echt coole Spiele dabei, die einfach exklusiv sind. Und ich habe mir immerhin auch eine Wii U exklusiv für Xenoblade Chronicles gekauft, also sollte ich da nicht unbedingt geizen. Und eine Switch werde ich mir für Xenoblade Chronicles 2 zulegen. Wann kommt das raus? Irgendwann dieses Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann dieses Jahr. Dann wird die Switch wahrscheinlich wieder hochgehen vom Preis, meinst du, oder? Was? Wenn da so ein Spiel rauskommt? Ach, ich bezweifle es. Ich denke eher, dass es ein Bündel geben wird. Und das wird wieder ausverkauft sein. Weil Nintendo weiß mittlerweile, dass Xenoblade eine Riesenmarke ist, die sie ausschöpfen sollten. Halo, für welche Konsole gibt es denn Halo jetzt noch? Für die Xbox. Ja? Klar. Echt? Ja. Wird das noch neu rausgebracht? Ja. Ich kenne das noch von früher. War das vorher PlayStation oder was? Nein, ich glaube... Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Xbox. Boah. Nein, es war Xbox. Soweit ich weiß, war Halo immer Xbox. Die hat einen Kumpel von mir damals. Ist er immer übelst drauf abgegangen, wenn er mich dann im... PvP, also er gegen mich, wenn er mich da abgezogen hat, war er immer voll happy. Ich wurde da auch mal fertig gemacht. Ich meine, das ist, als würdest du jahrelang spielen, dann holst du jemanden, der noch nie was gezockt hat und machst ihn fertig und freust dich brutal. Ja, das ist... Oh, ich war auch mal bei einem Kumpel nach der Schule und hab irgendeinen Shooter gezockt. Er war der größte Pro da drin. Oh, ich wusste gar nichts. Er hat sich so gefreut, dass er so flach gemacht hat. Da brauchst du nicht rein, das ist nur eine Uga-Buga. Mhm. Und er hat auch immer so Hunde, die herbeirufen kann, die kamen, dann haben mich zerfleischt. Ich Hunde? Das, ja. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel war, frag mich nicht. Er hatte, glaube ich, auch eine Xbox. Mann! Du kannst noch nach innen springen, ne? Wenn das... Ja, aber das habe ich zu spät gepeilt. Wer macht sein... Jeder, der so Kampfspiele spielt, hat doch einen Bruder oder irgendwas, den er übelst fertig macht. Ein Freund ich hab oder... Die auch oh mein Gott, was habe ich getan? Ich habe Tekken damals geliebt und das ist Soul Calibur gab es, glaube ich, noch. Soul Calibur ist cool. Vor allem der Story-Modus, der war echt gar nicht so schlecht teilweise. Fand ich echt toll. Dead or Alive fand ich damals auch echt cool. Also wir hatten echt viele davon. Die ja, ich auch da gab es so schöne gesagt. Brüste. So, wie war das? Jetzt kommt außen und dann kommen die dann und dazu, und dann kommen die nochmal ne? zusammen und dann gibt es kein Muster jetzt? Mehr. Jetzt kannst du. Ja? Oh, okay. Verdammt. Sie hat mich in den Tod geschickt. Sie hat mich eiskalt in den Tod geschickt. Oh, der Calibur 4 hatte ich auch mal. Das war echt cool. Echt cool. Ich hab das geliebt. Ich mochte es nicht. Mann, warum komme ich an diesen blöden Dingern nicht vorbei? Das war's. Hast du gut gemacht. Hey, Hedy. Was? Ist das Ding schon wieder da? Ja, klar ist er wieder da. Oh, Mist. Jetzt bin ich unter Leistungsdruck. Jetzt müssen wir anders sprechen. So, der Beuteldachs darf nicht verbrennen. Beuteldachs. Der Beuteldachs. Denk dran, man kann auch wirbeln. Ach, was? Oh mein Gott. Das war geplant. Ach, das war geplant. Nein, ich wollte eigentlich draufspringen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Was passiert da jetzt eigentlich?
Ja, dein Handy war gestern schon wieder dabei, deswegen meinte das Elend geht hier also wieder weiter. Nein, ich wollte rumspringen, aber es hat nicht funktioniert. Das sind keine Äpfel, du Nuss, das sind Wumperfrüchte. Hat er gestern was selber gesagt, ne? Ruhig. Was denn? Der weiß das nicht. Ja, er hat vergessen. Wir erklären ihm wieder. Er ist so ein Alzheimer. Ja, genau, die heißen Wumperfrüchte. Ja, sag's ihm noch. Der Headbanger, der kennt sich gar nicht aus mit alten Spielen. Der spielt immer nur neuen Kram, das ist das Problem dabei. So, komm, wir schaffen das. Wie lange hängen wir an dem blöden Level? Was, wir sind am Anfang? Ja, wir hatten gerade ein Game Over. Was, wir hatten ein Game Over? Ja, wir hatten ein Game Over. Warum hatten wir ein Game Over? Weil du voll gelost bist. Ich? Boah. Das ist voll vermasselt. Ich sehe es. Komm, schafft mal die Wippe hier. Ha, Hedy, guck, ich hab's gelernt. Wurde ja auch ein bisschen ich Zeit. Ich hab heute Nacht geübt. Wann hast du und warum hast du nicht gestreamt? Ich hab geübt. Das soll doch keiner sehen. Ach so. Ist hier noch da ist was. Jetzt haben wir schon auf Stufe 2. Auch, wir hatten ihn auf Stufe 2. Oh, was ist das seltene Spiel? Drakengard oder sowas? Was? Draken? Was ist das? Drakengard. Das ist irgendein cooles Spiel für die Pflanzen. Ja. Ich hab doch gesagt, spring drauf. Blöde Echse. Das habe ich letztens versucht. Dann kam es zum Mundkontakt. Blöd. Ja, du musst ja auch nicht in sein Horn reinspringen. Crash ist kein Kojote. Crash ist ein Hund. Was bist du für einer, ey? Was ist jetzt eigentlich mit dem kleinen Mädel, das man hier in der Version auswählen kann? Gehört die sowieso hier dazu? Ach, Mega Man X ist ein seltenes Spiel für die PS2. Für die, was? Er hat Mega Man X. Ach, die Collection. Ja. Aber Mega Man X selber ist nicht unbedingt selten. Habe ich nie gespielt. Ich mag den nicht. Also, ja, es sieht langweilig aus. Mega Man X3 ist selten. Wenn das da dabei ist, dann coole Sache. Oh, hier hat was gelernt. Unglaublich. Was? Waren die vorhin auch schon so zweit? Wer? Die Echsen. Ja. Hab ich was verpasst? Nö. Doch, anscheinend schon. Okay. Komm schon. Das Spiel ist cool. Komm schon. Das Spiel ist cool. Ja, das ist mega cool. Die Wumperfrüchte sind so detailliert. Wumper. Die haben das ganze Spiel so brutal cool aufgemotzt. 1-6 ist dabei bei der Collection. Oh, das ist echt mega cool. Mhm. An dem 6. bin ich, glaube ich, sogar noch... Hatte ich damals einen LP laufen. Das habe ich dann aufgrund von einer Pause fallen lassen. Die meisten habe ich sogar auf meinem Kanal. Ist das auch so ein Champion-Bahn-Mega-Man, oder? Nein, eigentlich ist das so ein Side-Shooter. Du läufst von links nach rechts, beziehungsweise oben unten und killst halt die Gegner auf dem Weg, besiegst die Endbosse und kriegst coole neue Fähigkeiten, die dann entweder Schwächen gegen andere Bosse haben oder dir helfen, an Upgrades und so einen Schmarrn zu kommen. Mhm. Das ist einfach nur cool. Ja, ich werde jetzt solchen Spielen nicht warm, ich weiß nicht warum. Ja, ich finde die zu langweilig. Ja, Hedy, ich weiß, dass ich vieles pausiert habe. Ich hab's halt abgebrochen. Es hat keinen Sinn jetzt mehr gemacht. Das ist mir jetzt zu anstrengend. So, hier war das Musterlose, ne? Beeil dich! Ha, wir haben das Muster voll verarscht. Okay. Pass auf! Ja, das war das Miese von eben. Verdammt, wieso springt er nicht zurück? Ja. Wow, kostenlos. Glückwunsch. Das kriegt ja alles kostenlos. Das Spiel sollte man sich kaufen. Also, bitte. Das ist mega gut. Kauft doch die Leute unterstützen. Kauft ihr jetzt sofort Demon's Souls, Mann, Dark Souls, das zweite und das dritte. Obwohl, das zweite musst du nicht unbedingt kaufen. Dark Souls 2 ist nicht so das Wahre. Dark Souls 3? Dark Souls 3 war einfach nur mega genial. Ist geil. Ist das, wo ich dir eine Weile zugeguckt habe? Ja. Also Dark Souls 3 war mega genial. Mit diesen ganzen versteckten Gebieten. Die Bosse waren echt cool designt. Mich hat es nur ein bisschen enttäuscht, weil die meisten Bosse habe ich im ersten oder zweiten Anlauf geschafft. Das liegt aber auch daran, dass ich kurz vorher Dark Souls 1 komplett durchgespielt hatte. So, diesmal falle ich nicht auf die Treppe rein. Ich wüsste bei Dark Souls nicht, wo ich hinlaufen sollte. Ich finde die Grafik schön. Es ist nur ein bisschen düster für mich und ich wüsste nicht, wo ich hinlaufen soll. Es ist einfach, keine Ahnung. Als ich da zugeschaut habe, ich wusste nicht, ob du jetzt weißt, wo du hinlaufen sollst. Ja, ich weiß, wo ich hinlaufe. Also Dark Souls 2 fand ich einfach vergleichsweise nicht so schön. Es war nicht so
dasselbe Feeling wie bei 1 und 3, weil es saßen ja auch andere Entwickler dahinter. Ja, ne? Ganz andere. Dasselbe Studio, aber andere Köpfe. Okay. War das bei jedem Teil so oder nur? Nein, nein, 1 und 3 ist vom selben, deswegen gefällt mir das dritte wahrscheinlich auch wieder besser. Okay. 2 ist einfach, es sieht auch ein bisschen anders aus. Es hat eine etwas andere Grafik, sag ich mal. Aber sonst, es war natürlich ein cooles Spiel. Ich fand es aber auch vergleichsweise etwas zu leicht. Ja? Ja, aber... Also Dark Souls 3 war meiner Meinung nach schwerer. Aber jetzt muss ich mich mal kurz hier konzentrieren. Gut, wäre auch irgendwie spaßig, wenn die Spiele leichter werden statt schwerer. Du musst das in der Mitte, glaube ich. Ja. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass es ein schlechtes Game ist. Ich habe nur gesagt, dass es nicht so gut ist wie die anderen. Deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach, genau. Ich mochte dieses, ich habe den Namen vergessen, wo du ins Weltall fliegst, ins Weltall fliegst und diese Leute da von dem Schiff praktisch retten willst, aber die sind alle tot. Wie heißt das? Dead Space? Ja, genau. Den ersten Teil fand ich nicht schlecht. Dead Space 1 ist mega cool. 2 ist auch noch ziemlich okay. Ja, den okay. Habe ich dann nicht mehr angemacht. 3 ist halt nur noch ein Action-Shooter, weil es ist fast nur noch Action und nicht mehr wirklich. Ja, das ist wie bei Resident Evil. Die ersten Teile waren so toll und irgendwann war es einfach nur noch Action. Resident... Geht das da rein? Nein, okay. Nee. Resident Evil habe ich nie gespielt. Ah, das würde geht rein, wenn man draufspringt. Okay. Wir hatten damals die ersten Teile zu Hause. Bis 4 waren sie noch relativ gut, aber dann war es einfach nur noch... Was passiert da? Ich fand es nicht mehr schön. Ich weiß nicht. Okay, die bleiben aber... What? Okay, das ist mies. Ist das neue Alien Isolation? Meinst du das? Okay, wie fandst du das hier jetzt? Mal, was du alles kostenlos kriegst. Mist, ich hätte springen können, verdammt. Der kriegt ja alles kostenlos. Ja. Ja, das kriegst du. Du kriegst viel über Origin kostenlos. Ja, ja, wow, stimmt. Das war eine schlechte Idee. Das war eine schlechte Idee. Lauf weiter, weiter so. Ja! Das ist ziemlich weit, das da. Guck mal, Obaduga und 2 Leben, schmeiß nichts davon. Nein, ich hätte lieber einen Checkpoint wieder. Ja, stimmt, ja. Das ist ein bisschen nicht mehr. Und zum Glück machst du die Stelle. Ja. Ich will sie nicht nochmal machen unbedingt. Oh, wie gemein ist denn das da jetzt? Ich kann Chapel Vance eigentlich gar nicht, aber bei dem Spiel geht's. Wenn er nicht dabei wäre, wäre ich wahrscheinlich immer noch bei Level 1. Oh, wie fandest du denn das neuere Rayman? Wie hieß denn das? Rayman Legends hieß das doch, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Das soll auch gut gewesen sein. Das gab's, da gab's. Das ist doch dieser komische. Ist Rayman nicht dieser. Der Armlose? Super? Nee, keine Ahnung, wer ist Rayman? Mega Man ist der. Bam, bam, bam. Rayman ist dieses armlose Ding. Wo nur die. Oder? Der hat doch keine. Rayman hat keine Arme, oder? Ich zeig dir mal Rayman bei Gelegenheit. Okay. Komm schon, wo ist der nächste Checkpoint? Das wäre echt mal. Zum Glück gibt's keinen Fallschaden. Schneller. Oh mein Gott. Okay, das war mies. Aber hier runterfallen ist mies, weil es gibt so viele Viecher und Feuer und Tod. Du weißt nicht, wo du hinfällst. Und ich bin hier das ganze Mosaikzeug am Beobachten. Das ist wunderschön. Ja, das leuchtet auch so schön im Und deswegen sterbe ich hier fast. Wow. Wir sind oben. Wir sind oben. Das ist ein Checkpoint. Und was ist das da hinten? Manung, wenn du oben bist, dieses... Okay, sowas möchte ich nicht unbedingt im Stream. Ja, bitte nicht. Das ist so. Das nimm ist jetzt, die Überraschung das weg. Ist so an der Hand führen, das ist das, ja. Aber nett gemeint. Ah, du meintest. Ach, okay. So hatten wir doch das, schon mal, das oder? Viel zum Hochspringen, okay. Das mache ich jetzt aus Prinzip nicht, weil ich das nicht gesehen hätte. Ah, dann hätte sich das hier aktiviert. Genau, dann hätte ich der Kisten da hinten. Okay. So einen hatten wir, glaube ich, schon mal. So. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Jetzt weißt du's. Ich habe das damals bei einer Dark Souls-Streamerin gemacht, dass sie da und da noch hingehen sollte. Die war direkt total angepisst und hat mich aus dem Chat gekickt. Das war auch ein bisschen derb. Ich meine, das ist echt eine Überreaktion. Klar. So, wie geht das hier jetzt? Rayman hat Musiklevel? Keine Ahnung. Am ich habe, wie gesagt, Rayman nie gespielt. Metal Gear, das kommt mir vom Namen bekannt vor. Ja, Metal Gear, das hast du auch schon mal Bilder oder so gesehen. Ja, was ist das für eins? Das ist das mit dem Snake. Mit diesem Spion-Dingens-Typi. Ich hab's nie gespielt. Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, das sind 4. Da muss ich gucken, wie es geht.
Oh, das sind echt. Die gehen die ganze. Das ist echt gemein. Ah, jetzt hab ich. Nein! Nein, das ist Obanduga, glaube ich. Nein, ist das Obanduga? Nee, das ist dieser Sticker. Wo wir noch nicht drin waren. Siehst du? Oh, das sind wieder vier Dinger. Verdammt, ich hätte oben bleiben sollen. Warte, ich muss hier drauf mal gerade achten, okay. Was, Spionage? Heißt das wie Sticker-Spionage? Weiß ich nicht. Du, das ist ein Sticker? Weiß ich nicht. Lass mich hier vorbei. Ist da oben noch was? Okay. Okay, darüber kann ich in einem? Ja. Ja, da oben irgendwas, aber frag mich nicht was. Oh, Obadogar. Okay, das mache ich lieber Stück für Stück. Cortex-Sticker. Das ist auch wieder so ein Bonus-Level praktisch. Ich denke ja. Ja, ne? Das war Cortex und nicht sein Assistenten-Typi oder was das war. Boah, das ist mies. Checkpoint. Das war aber nicht dieser Typ aus dem Intro, oder? Der wurde in. Wo versuchen wir Cortex ist der. Ist der, das ist der Sticker Professor. Sieht so komisch aus. Nein, der sieht ihm nicht ähnlich. Dieser langköpfige Sticker ist nicht der Cortex-Sticker. Ach so, okay. Ich hab grad gedacht, das ist der. Ein besonderes Bonus-Level. Ich meinte nicht taktisches Spionagespiel, das ist nur dieser. Ist doch mit Snake das, oder? Das Metal Gear. Mit Snake, also wenn ich es richtig im Kopf hab. Und. Okay. Crash to Insanity kenne ich nicht. Ich kenne das gar nicht. Für mich ist das hier blind. Ich habe das nie gespielt. Okay, was passiert hier? Okay, das sieht doch relativ simpel aus. Das geht unten. Oh! Okay, okay. Bleib da. Oh, die ziehen sich ein. Verdammt! Okay, okay. Dann muss man direkt weiter springen. So. Na dann, viel Spaß. Wir haben 5 Leben. Gleich nicht mehr. Pass auf. Ah, warte, 6 Leben, gut. Boing. Ist da noch was? Nein, okay. Was passiert hier? Mhm. Oh, du musst das timen, dass das. Okay. Okay, ja, okay. Okay. Müsste machbar sein. Ja? Nein! Oh Mann. Der PS2, okay. Cool. Muss man sich mal angucken. Wenn man einen hat. Ich meine, kann man sowas noch kaufen? Bestimmt. Aber wahrscheinlich nicht mehr neu, oder? Neu nicht. Nein, ich glaube, PS2 bestimmt nicht mehr. So, wie war das hier? Jetzt fährt's raus, dann fährt's rein und kommt wieder raus, jetzt, ne? Jetzt kannst du und dann musst du gleich durch. Gut. Ha, die Stelle haben wir gemeistert. Was ich noch gern spielen würde, wäre Sonic Adventure 2 Battle. Das war cool mit den kleinen Chaos, die man züchten kann. Es gab's ja schon mal Sonic Adventure nochmal. Ja, aber ich mag Sonic Adventure 2 Battle. Es gab auch noch Sonic Generations. Ich glaube, da gab es auch die Chao-Viecher. Okay, okay. Wir das sind dann praktisch mit Peach und Hedgehog und so gespielt. Wir wollen jetzt nichts übertreiben. Ah, GameCube war schon eine coole Konsole, oder? Mhm. Oh, ein Leben. Na. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Oh, ich bin ja voll gut. Ah, siehst du, da rechts sind die Cortex-Sticker. Ja, und die langbirnigen anderen waren links. Ach ja, ja, jetzt sieht das so aus wie der. Oh Mann, ich glaube, das Leben wird jetzt flöten gehen. Meinst du? Das hast du schön gemacht. Was, von hier? Oh ja, Gott, von da. Wir werden noch mehr Leben verlieren. Ach was, Was habe ich gesagt? Was hast du getan? Ich habe versucht zu springen. Ja, versucht, ja, okay. Nur ein bisschen gescheitert. Ein bisschen. Komm schon. Warum immerhin ist das ein gute. Da war ein Leben. Ja, aber nicht jetzt. Weißt du? Es geht um jetzt. Frauen sind gierig. Entschuldigung, wenn Frauen zuschauen. Ah, Mist, ich hab vergessen zu springen. Okay, die Stelle ist gemein. Oh ja, Sonic war cool, ne? Mittlerweile ist es nur noch ein Versuch. Oh, ich hab Sonic geliebt, ich hab's gesucht. Ja, mittlerweile versuchen sie halt Sonic wieder zu beleben, die letzten Jahre eigentlich, aber irgendwie will's nicht so ganz funktionieren. Hm. Ja, da kommen immer wieder irgendwie neue Spiele ich raus, der aber Sache hier nicht. Wenn keine Jaws dabei sind, interessiert's mich nicht. Nein, meistens sind die Spiele einfach richtig brutal glitschig. Ja? Ja. Oh, 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 oh. Ich fand die Chaos eigentlich. Ich habe das halt mit Chaos kennengelernt, deshalb gehören die einfach für mich mit dazu. Die Chaos sind super süß. Ja, gewesen. Die einfach trainieren, man konnte auch an diesen Wettbewerben teilnehmen und sie verändern sich. Oh, springe ich so schnell. Ach, immerhin nicht ins Feuer. Ich fand das immer toll. Ja, Chaos-Chaos und so ein Shit. Und vor allem an diesen Sonic Adventure, die ganzen besonderen Chaos sammeln. Dieses schwarze, dieses goldene haben und silberne. Bonus-Level? Ja. Ja, das ist die, das von der Frau. Donkey Kong Country, ja, Hedy, genau. das war noch, das
das hier wird wahrscheinlich noch schlimmer als unser Donkey Kong Country Let's Play. Und ich bin kein Fan von Donkey Kong. Deshalb. Sag das nicht laut. Deshalb kann er das ja gerne mit dir spielen, Hedy, aber. Er hat es schon mit mir gespielt. Wir haben alle drei Teile. Ich habe da echt absolut keinen Nerv für. Ach ja, sie spielt jetzt das Bonus-Level. Oh oh. Oh oh. Sie hat das Bonus-Level gespielt. Ich habe aufgeräumt. Okay.